Hallihallo Leute und ja, zurück beim nächsten Part von Let's Play Night of the Rabbit. Dieses Mal habe ich mir einen kleinen Gast zugesucht, einen Co-Kommentator, wie es im Buche steht. Willst du dich selbst vorstellen? Ja, guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Ich bin der Wilder Gamer LP und hier werden so viele Leute gerade vor dem PC sitzen, dass wir natürlich genau wissen, dass es alles sehr viel Sinn macht. Es sind ganze 5 Leute. Gut, Rider Gamer wird natürlich alles im Kanal verlinkt, wenn ihr ihn mal suchen wollt und sehen, was er so treibt. Er macht auch Let's Plays für die, die es nicht wissen. Ich will übrigens auch umgekehrt verlinken, damit mal irgendwer hierher kommt. Ja, unbedingt. wir hängen hier die ganze Zeit am Startbildschirm rum. Ich mache jetzt mal weiterspielen. Wir waren letztes Mal irgendwo festgehangen. Ich weiß es nicht mehr selbst. Es ist schon... Ich weiß, das ist ein Zylinder. Ja, ich hatte einen Zylinder. Genau, ich musste den grünen Kobold irgendwie... auf, ich weiß es auch nicht, auf so einen Ast hoch. Bei mir spinnt gerade irgendwas? Okay. Interessant, Fraps hat meinen Bildschirm verändert von der Tastatur. Hatte ich noch nie. Cool. Ja, wir waren am Arsch der Welt. Du siehst du eigentlich alles nebenbei so? Ja, natürlich. Stream? Gut. Fahrt hinter das Rathaus. Dann gehen wir mal rein. Wir müssen da nach oben, hier, in diese Kackwurst. Aber komm da nicht, weil wir bräuchten Licht. Mal sehen. Okay, das sind die zwei, die will ich gar nicht erst quatschen, die sind zu laut. Die Party ist auch schon vorbei. Stimmt, ich glaube, ich weiß, was wir tun müssten. Ich benutze mal das spannende Buch, damit wir ein bisschen den Tag durchlesen. Das Buch, wo alles drinsteht, nicht ja, wahr? Ja, unbedingt, weil... Da liest man und dann ist schon Abend. Einfach mal 12 Stunden durchgelesen. Und jetzt ist die Party in vollem Gange. Und ich glaube nämlich, ich kann jetzt hier rein. Ins Café. Verschlossen. Ins Café sich betrinken? Ich hätte jetzt gedacht, aber es steht verschlossen. Ich hätte gedacht, es wird gehen. Schlüsselförmiges Uhrenteil. Kann ich das aufbrechen? Dann gesell dich doch mal zu den anderen Tieren. Ich meine, ist ja, eh wenn ganz ich schon normal. Bei einer Party, und ich meine. Der Typ, der da hinten abfeiert, den darf ich mir auf keinen Fall ignorieren. Ich glaube, der ist gerade auf Wolke 7. Der da? Nein, der mit den. Zwei. Der Pullover. Echte Mensch. Der ist wirklich ein Mensch. Nein, der Tasenhund. Verdammt, die ist mir nicht aufgefallen. Aber so wirkt der wie ein Mensch eigentlich. Welcher? Kleidung. Der mit dem Blauen, der da die Hände so rumwackelt. Der da, der voll die Partystimmung alleine. Ja, der, wenn es in der Rest getrunken ist, wie scheint. Sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Ja. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Deine Mamas Mutter Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Gut, ich glaube, ich muss doch noch die Audio ein bisschen runterdrehen. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. Ich mache das kurz mal in-game. Das ist ja professionelles und so. Ich hoffe weißt überhaupt... Weißt du, was ich dazu sage? Professionelles in-game. Ja, ist in der Art. Hat sich ich schon sage erledigt. Dazu. Weiterspielen. Okay, willst nicht dazu sagen, das ist schon erledigt. Weil ich glaube, du bist ein bisschen leise im Vergleich. Aber das wird sich... Ich hoffe, der Audio funktioniert alles. Ansonsten gib mir die Schuld. Schau mal, was das da... Was hatte ich... Siehst du das da unten? Was fällt dir dazu ein? Heiteres Grüppchen? Ja, das ist ein schönes Wort. Moment, da muss ich jetzt nicht das heitere Grüppchen, das meine da unten. Die Brille holen, ich sehe ja gar nichts ohne 3 Brillen. Gut, hol deine dritte Brille. Das ist so ein Typ, der hat eine Brille auf. Es ist kein Typ, glaube ich. Es ist nicht ein Typ, der da unten liegt. Und was macht ein Hasenmädchen unterm Tisch bei so einem... Ja gut, wir gehen weiter. Wir wollen es nicht wissen. wir müssen irgendwie die Tür aufkriegen, glaube ich, war. Er tritt drauf. Ja, geh nicht, der Typ ist so eine Weichei. Schau mal an, der... tritt ihn einfach. Der wollte nicht mal so einen kleinen Gnom verprügeln, weil er Angst, keine Ahnung, was hatte. Aber es ist verschlossen, wir müssen das irgendwie... Soll es sich selbst mal bitch-slappen? Ja, unbedingt. Dass er wach wird. Und hier vorne geht's wieder nicht rein. Ich glaube, ich musste irgendwie die Tür zusperren. Die geht immer auf und zu. Das könnte klappen. Nur wie, was war schon wieder da? Ich lese nochmal 12 Stunden durch. Raffi? Ja? Eine Frage. Ja?
Hast du deinen Stock schon aus dem Arsch gezogen? Nee, der ist glaube ich immer. Na, da ist er. Da ist er immer noch drin. Er ist immer noch drin? Ja, da ist er immer noch drin. Den kriege ich so schnell nicht los. Der hat wieder Haken und so, weißt du. Und dann ist halt schon. Naja, ist etwas Besonderes, ja. Habe ich verraten. Ich will den Schlüssel. Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden. Ich will Schlüsseldieb werden. Dann nimm ihn einfach. Ja, die alte Sau will ihn. Warte, schlüsselförmiges Uhrenteil. Könnte ich das ersetzen? Lustig. Warte, also ich habe ich jetzt gerade... Ich habe das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Sie hat das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Jetzt könnte ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinguckt. Pisst mich dieser Typ an für seine Pussyhaftigkeit. Cool, ich habe jetzt anscheinend, hat er jetzt nicht gemerkt, dass das der falsche Schlüssel ist, wie auch immer eine Maus das merken könnte. Und jetzt ist die nie zu. Das heißt, wenn ich jetzt pennen würde, müsste es offen sein. Ich lese jetzt nochmal 12 Stunden durch. Weil ich es kann. Mache ich auch ja, gerne privat. Irgendwann hat er das Alphabet. Er ist schon bei C. Ja, ich bin schon. Ja, es ist. Morgen werde ich bei D ankommen und dann wird es nur noch 23 Monate dauern und dann bin ich soweit. Dann hat er mal das Alphabet. Jetzt funktioniert es. Dann lernt er Wörter. Waldschrat. Das ist eine Vogelscheuche ist wieder da. Okay, interessant. Ich klingel mal. Nachts mache ich hier besser keinen Lärm. Mist. Kann ich nicht die Küchlein? Müll? Ja, der hat ja einen an der Glocke, ne? Ja. Er will keinen Lärm machen, aber ich rede jetzt mal mit dem Waldschrat. Oh. Hallo, du. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs. Halt ich bitte. Liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Am liebsten würde ich jetzt das alles vorlesen. Das geht nicht, weil man hört es, aber du hörst halt nicht. Man hört es leider. Die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Verborgene es geht um Mäuse du meinst und Eichhörnchen. Ey, da kommt mir so vor wie so ein Pedo. Ich habe eine besondere Geschichte für dich, kleiner Junge. Möchtest du sie hören in meinem dunklen Zimmer? Möchtest du sie hören? Unbedingt. Unbedingt. Ich mach jetzt mal ja. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Oh Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Ich glaube, man hört dich kaum, weil ich habe den... Enden. Moment. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Mein Hund hat gerade gefurzt. Deswegen schnüffle ich gerade zu der Luft. Gut, unbedingt. Weil ich glaube, wenn die Leute... Ja, wenn die Leute reden, dann hört man dich nicht. Weil ich habe das so gemacht, dass was sie reden, extrem laut ist. Toll, Ryder. Vielen Dank. Alter, was brauchst du wieder für ein Shit? Ah, schlimm. Das guckt doch eh geil. Was für eine Wunde. Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich die Nacht liebe. Ey, danke, Ryder. Jetzt muss ich das Projekt abbrechen. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich. Tschüss. Ich könnte die Kaffeemaschine nochmal benutzen, aber wozu? Ja, wozu denn? Es gab. Warte, ich habe eine Idee. Es gab einen. Der Kanonier bei den Mäusen. Einmal heißer Kaffee. Also ich weiß nicht. 5 Tassen Kaffee rein. Ja, ich ziehe mir jeden Tag 5 Kaffee einfach mal rein, Alter. Bis jetzt schade, dass ich keinen Kaffee mag. Nee, der Typ mag keinen Kaffee. Was ist das für eine... Kann ich so die raus? Die Tür ist... Okay. Also ich muss mich beeilen, weil es geht ja immer ab. Ich mag keinen Kaffee. Duh. Schlimm, die jungen Leute. Komm. Ja, ist noch heiß. Sie. Der Typ da könnte nämlich einen Kaffee gebrauchen. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Na dann. Das ist immer so ein Pen. Was? Wer? Oh, was für ein Duft. Würde was bewirken. Frisch gebrüht. Ich weiß es noch nicht, aber er müsste schon, ich meine. Alter, was für ein Sound. Oh, ja. Also der kriegt von... What? Danke, danke, danke. Das sollte jetzt noch ein paar Minuten vorhalten. Aha. Ja, ja. Melde dich nicht freiwillig für die Nachtschichten, haben sie gesagt. Nicht in deinem Zustand. Haha. Aber wer, wenn nicht ich? Und seht mich der jetzt an, das Feuer des Ehrgeizes in den Augen entflammt. Darf ich jetzt die Kanone benutzen? Niemand darf die Kanone benutzen. So asiatische Nudelsuppe und sie ist normal lang und nicht mit Stäbchen. Naja, jetzt bist du ja wach genug, das um das sicherzustellen. Versuch aber am besten keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen.
Watte weiche Schäfchen. Also der pennt jetzt nicht schon. Er ist einfach wieder hingepennt, die Sau. Kanone. Eine Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Okay. Arr, ich bin Jerry Hasselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg. Die Kanone muss für den nächsten Kret an. Stell dir nur vor, es meistens ich auch bei Der Typ ist so müde, der pennt immer wieder ein. Die Erbsenkugeln, kann ich die immer noch nicht nehmen? Nee. Hat man das überhaupt gerade gehört? Warte, du bist wieder so leise. Pfoten weg! Die Kanone. Hat man das überhaupt alle gehört? Nee, man hat von dir nichts auch gehört. Auch bei Nacht. Gut. Ich hab gerade meinen Kopf gegen den Tisch geknallt. Finde ich in Ordnung. Können wir die Kanone anders beladen? Mit Kobalt? Das bringt nichts. Nein, wir stecken einfach deine Eier rein. Nein, der hat ja keinen. Unbedingt. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Von Cherry? Löffel? Nagel, boah, jetzt. Wenn der Nagel, das ist ja so krank. Nein. Schade. Wäre jetzt geil gewesen. Boah, so einen richtigen Aimbot. Die so, Glühnuss. Ich steck die Glühnuss in die Kanone. Pfoten weg. Die Kanone muss für den nächsten. Ohne Scheiße. Meistens. Ich auch bein. Alter, wie kann der die ganze Zeit. Pfoten weg. Warte, jetzt. Ist er wach? Verdammt. Oder ist er jetzt eingefroren? Was? Ich weiß nicht, was treibt er da? Ah, jetzt ist er aber wach. Versuch mal mit ihm zu sprechen. Jetzt ist er komplett wach. Okay, ich spreche mit ihm. Guten Abend. Der Kaffee hat nur eine gewisse Wirkung. Nee, jetzt ist er wieder eingepennt. Jetzt ist er auf. What? Was? Ich bin. Naja, aber trotzdem. Sag einmal. Penny? What? Penny? Dieses Spiel. Und hier. Ich glaube aber, dass okay, das schon. Ohne Witz. Meine Meinung kommt gleich hoch. Immer noch. Ohne Witz. Oh, ich. Alter, ich muss jetzt. Wieso redet der Typ so lange? Ich da? Wieso redet der okay, Typ? Okay, ich versuche dir einen Becher Kaffee zu besorgen. Wie? Was? Oh, danke. Keine Ursache. Versuch aber am. Kann ich ihm noch einen Kaffee bringen? Das wird nicht. Das wäre doch. Okay, vielleicht kann ich ihm eine Überdosis reinziehen. Das wird schon. Warum sagte ihn das? Deswegen habe ich ja gerade eben meinen Kopf gegen den Tisch geknallt. Ich verstehe es auch nicht. Er sagt jedes Mal wieder schief. Er ist ein Dummer einfach, aber ich kann da. Gut, ey, der Typ ist weg. Was? Der andere Junge, der Geist, der Pedo ist weg, genau. Egal, ich mach noch mal einen Becher Kaffee. Ich sollte den Becher besser zuerst mit irgendwas füllen. What? Aha, ich habe das Waschbecken geklickt, okay. Einmal heißer Kaffee. Kann ich nicht einfach irgendwas Beruhigendes reintun, damit er einpennt? Das wäre schade, geil. Dass ich kein. Ich meine, ich habe Hagenbutten, ist das nicht beruhigend? Nee, Baldrian-Tropfen jetzt. Komm, es muss gehen. Boah, Alter, das wäre so hart. Wenn ein das paar Tropfen sollten reichen. Also ich habe jetzt echt. Sieht der wirklich durch? Ich habe echt Schlafmittel in den Kaffee getan und gibst es da am Kanonier. Alter, wie hart. Wie hart ist also das? Dann, oh, dann pennt er komplett dein. Ja, Kaffee dann kann ich das Zeug. Kaffee mit umgekehrter Wirkung. Alter, das darf man doch niemandem zu trinken ich geben. Habe hier Kaffee ein mit Beruhigungsmittel? Geschenk. Verstehst du es? Er pennt dann ein. Ja, jetzt mit Sicherheit pennt er ein. Jetzt ist er komplett oh, weg. Was für ein Duft. Frisch schläferst ihn ein. Alter, wie hart. Wahrscheinlich kippt er gleich in den Bach und er trinkt einfach. Das wäre jetzt so geil. Oh, oh Gott, oh ja. Gott. So, was oh, passiert? Yeah. Oh ja. Boing. Er kann nicht mehr lachen, er ist schon wieder eingelöst. Komm, jetzt kipp um. Kipp um. Jetzt ist er komplett eingeschlafen. Ja, jetzt. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Langsam bekomme Wächst ich aber ein schlechtes wieder Gewissen. Auf ihn, abgefeuert Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Gut. Wir haben ihn komplett weggefegt. Und wir sind bei 15 Minuten. Das heißt, wir werden hier den Part beenden. Und sehen uns wieder beim nächsten Part. Bei diesem, ja, bei der Pussy und dem. Alter, aber er kann keine Pussy sein. Er hat gerade eiskalt eine Wache eingeschläfert. Also, es muss schon. Eiskalt, ey. Ich hätte ihn einfach voll
aufs Maul gehauen. Ja, da unten ist noch eine Wache, die hätte er auch gemerkt, oder? Man darf nicht so offensichtlich. Muss ja noch Freunde in diesem Dorf haben. Er braucht sowas noch. Er braucht Freunde, der Typ und Freunde, das ist doch ein Witz. Weißt du, ich muss die ganze Zeit um diese Kanone hier kämpfen, dabei ist hier noch eine Kanone und hier ist auch noch sowas wie eine Kanone, aber egal. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Part von The Night of the Rabbit. Tschüss.